Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cities Skylines und unserem riesengroßen Flughafen und unserer zum Teil langsam aber sicher verlassenen Stadt. Denn wir haben dummerweise ja verpennt, hier oben diese Dienstleistung ans Laufen zu kriegen. Der Punkt ist der Bodenrichtwert hier oben ist mehr oder weniger im, ja, sagen wir mal, negativen Bereich. Und ich habe schon wieder Wasser mit viel Kohlensäure getrunken und das ist nicht gut für mich. Aber wir haben hier oben jetzt ein riesengroßes Problem mit Dienstleistungen. Auch die Gebäude hier unten haben so langsam ein Problem damit. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir jetzt zum einen natürlich die wunderschöne U-Bahn-Linie wieder ans Laufen gekriegt haben. Zum anderen allerdings wäre es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier mal irgendwo so einen Taxistand hinbauen. Zum einen Taxistand, ja, bitte nicht verwechseln, dass ich da jetzt nur einen Taxistand hinbaue. Wir bauen da jetzt alles hin, ja, alles, was irgendwie geht. Der da beschwert sich beispielsweise darüber, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Taxidepots haben wir genügend und ich baue jetzt hier einfach mal in der Stadt ab und zu mal so einen Taxistand ein, wo möglichst wenig kaputt geht. Und möglichst immer in der Nähe von so sinnvollen Orten. Ich weiß nicht, also ich glaube mit diesen Taxiständen, die sind so ein bisschen breit, ne? Ich will jetzt hier nicht die ganze Stadt wieder abreißen, nur wegen so einem Taxistand. Wir machen das jetzt einfach mal. Ja, wir haben jetzt hier so zwei, drei Taxistände eingebaut. Und als nächstes ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal überhaupt, wieder eine Buslinie ans Laufen zu kriegen. Die Buslinie sieht so aus. Ach so, die können wir jetzt hier separat anfangen. Ach du Scheiße. Jo, wahrscheinlich, ne? Also, wir fangen jetzt hier quasi eine Buslinie an. Diese Buslinie fährt jetzt von da ausgehend mal hier unten in die Stadt rein. Und diese Stadt-Buslinie sieht so aus, die jetzt hat jetzt immer an jedem Punkt dieses Kreisverkehrs eine Haltestelle. Danach geht die, bitte, das ist jetzt quasi die Buslinie, die quasi die äußeren Ringe, wie in Köln die äußeren Ringe, bevorzugt und abgearbeitet kriegt. Das heißt, wir fahren jetzt quasi einmal um die komplette Kölner Innenstadt rum, auch wenn das hier nicht ganz so Köln ist. Köln sieht ein bisschen anders aus. Wir fahren quasi jetzt nur die Hauptverkehrsstraße entlang, ne? Das ist jetzt quasi eine der Hauptbuslinien sozusagen. Und die geht jetzt hier quasi nichts anderes, außer mal eben diese Hauptverkehrsstraße 1 und führt danach quasi zurück zum Haltepunkt hier oben. Und dann können wir das Ganze von da hinten, der ist gleich für was anderes zuständig, bitte nicht wundern. Dann nehmen wir uns hier noch eine Buslinie, diese Buslinie fängt hier vorne auch wieder an, an diesem Busbahnhof. Geht dann hier vorne rein, allerdings befährt die nur die Innenstraßen in diesem inneren Bereich. Wir machen jetzt quasi so langsam aber sicher mal die wirkliche Form von intelligenter Buslinien, weil ich kann jetzt hier so langsam aber sicher auch mein eigenes Chaos nicht mehr lesen und lieben lernen. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein bisschen falsch gewesen, da einen hinzusetzen. Ich hätte ihn ganz gerne da, ganz gerne da, ganz gerne da und ganz gerne da. Und dann fährt er auch wieder zurück hier oben hin, weil alle Leute sollen hier möglichst fix vom Airport hin und wieder zurückkommen. Der nächste fängt dann hier wieder an, eine Buslinie zu machen. Nein, bitte nicht auf der Seite, sondern bitte auf der Seite, genau, denn du sollst ja quasi aus diesem einen Kreisverkehr rausfahren. Ich glaube, es wäre mal ganz interessant, wenn wir hinterher so viel mit Buslinien arbeiten, ob wir uns da nicht die Frage stellen müssen, tatsächlich hinterher mal Buslines einzufügen, quasi im Straßenverkehr, damit hier eben keine Probleme aufkommen. Aber ich denke mal, wir machen das jetzt erstmal. So, 50.000 Buslinien später, ich weiß. Auch da geht es noch einmal durch den Kreisverkehr durch. So, dann kannst du bitte nach da, dann gehst du bitte nach da, dann gehst du bitte nach da, dann gehst du nach da bitte, dann gehst du bitte nach da. Wir haben hier keinen Einbahnstraßendschungel, das hilft uns schon mal ein bisschen. Dann gehst du nach da, dann gehst du wieder nach da. Quasi immer nur so, oh nee, nach da gehst du gar nicht. Du gehst auch nicht nach da, du gehst nach da. Quasi immer nur um so einen Häuserblock drumherum, immer eine Buslinie, damit sich hier quasi nicht das Problem aufkommt, dass hier irgendwie alles auseinanderfällt vor lauter Freude. Und dann führst du wieder zurück hier oben hin und dann führst du von da aus wieder los. Ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoll, hier einen Zeitraffer reinzumachen, aber ich glaube, na, von der Zeit her passt das, glaube ich, noch. Vor allen Dingen könnt ihr euch dann meine wunderschöne, unfassbar qualitativ hochwertige Moderation nicht gönnen im Zeitraffer, ja? Dann, ne, höre ich mich als wiep an. Ja, meine unfassbar wertvolle Moderation. Du nach da und du nach da. Ich sollte so, weiß ich nicht, Synchronsprecher für so die langweiligste Rolle in dieser Erde werden. Da, so, zurück mit dir. Wir fangen von da wieder an. Aber jetzt ist das zum Glück die letzte Buslinie vorerst, die wir einbauen. Die führt dann bitte einmal da im Kreis. Und dann bitte nach da in die Straße rein.
und dann geht's hier einfach mal einmal quasi um diesen Häuserblock wieder rum. Meine Nase juckt furchtbar, ich weiß nicht, warum ich euch das sage, aber vermutlich sage ich euch das, damit ihr freundlich darauf euch einstellen könnt in euren Ohren. Ist ja furchtbar, dass ich mich gerade ganz komisch anhöre. So, diese Buslinie geht dann übrigens wieder nach da und dann wieder zurück. So, ist das nicht toll? Wir machen echt unfassbar hohe Fortschritte hier mittlerweile. Es ist nahezu das beste Stückchen an öffentlichem Nahverkehr, das wir jemals gebaut haben. Und damit geht es jetzt weiter. Und zwar einmal mit der Buslinie quasi, die nur dafür zuständig ist, diesen Stadtteil hier oben irgendwie am Rest der Stadt teilhaben zu lassen. Das machen wir jetzt mal eben. Wir lassen hier quasi eine Buslinie hier oben im Kreis laufen, die dann quasi von da aus... Ich meine, es reicht ja, wenn die einmal im Kreis läuft, oder? Ach, wobei, hier ist ja noch so ein Uni-Gebäude. Es ist vielleicht sinnvoller, wenn wir das noch ein bisschen mit anschließen. Und dann führt diese Buslinie auch wieder zurück zum Busbahnhof. Ich glaube, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Von hier ausgehend können wir dann quasi sagen, haben wir noch ein bisschen Platz. Das heißt, mit dieser Linie, die jetzt von hier kommt, machen wir uns jetzt eigentlich nur noch den Gefallen und führen hier quasi eine Buslinie durch diese Innenstadt von allem drum und dran. Wobei das, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich möchte vielleicht eher erreichen, dass die hier irgendwie anders angeschlossen werden. Das ist mir, das gefällt mir noch nicht. Wobei doch, ich weiß, wie ich das mache. Ich mache jetzt von da, dann führt hier wieder eine Linie nach da. Da vorne führt jetzt wieder eine Linie. Guck mal, die drehen da hinten immer nur die ganze Zeit im Kreis. Also es ist ein bisschen sinnlos, die Linien so zu legen. Das möchte ich nicht. So fährt er auch da oben im Kreis. Der dreht ja hier nicht auf der Straße. Also ich glaube, das können wir uns jetzt mal sparen mit der Linie hier vorne. Was wir aber machen, ist einmal die letzte Linie und da natürlich die erste Linie mal miteinander zu verbinden, damit diese Busbahnhöfe miteinander kommunizieren können. Und alle weiteren Buslinien für hier hinten Downtown und für das da oben natürlich werden in naher Zukunft irgendwann mal folgen, wenn ich denn mal Zeit habe, hier alles mit Linien zuzuklatschen. Aber gut, wichtig ist jetzt erstmal uns anzugucken, wie viele verlassene Gebäude wir haben, wie viele Leute sich hier immer noch über Dienstleistungen beschweren, obwohl wir mittlerweile, glaube ich, so langsam aber sicher tatsächlich genügend Dienstleistungen haben sollten. Der hier beispielsweise ist jetzt wieder glücklich, die Gebäude entwickeln sich wieder so langsam aber sicher weiter, also die Stadt ist ja ein bisschen ausgestorben jetzt hier oben, also das ist ja, muss man ehrlich sagen, was ist das denn überhaupt? Das sind ja halt eben alles, die ganzen Büroviertel, die jetzt hier so ein bisschen, sag ich jetzt mal, angefangen haben zu leiden. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so tragisch, weil wenn ich mir das hier so angucke, die Gebäude werden in 5 Minuten eh wieder bewohnt und dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Stellen. So, unser Fluss hier oben führt übrigens die ganze Zeit Wasser mittlerweile. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Von den Teilen hier sieht man quasi nur noch was, wenn ich hier von diesem richtigen Winkel da drauf gucke. Was mir natürlich gelingt, aber trotzdem. Und jetzt sehen wir hier schon quasi das, was hier quasi am interessantesten zu fahren sein wird. Wir werden jetzt hier nur noch Busse rausballern. Wenn du jetzt hier so stehst, ne, denkst du dir so, ja, ist ein schöner Tunneleingang, da hinten sehen wir eine schöne Brücke. Und dann siehst du hier nur noch Busse. Und weil wir hier halt eben so viele Busse haben, die durch diesen Hauptkreisverkehr durchfahren, würde ich vielleicht ganz gerne mal mir angucken, wie so eine Bus... Taxi-Route aussieht. Und zwar nehme ich mir die jetzt einfach mal und baue die jetzt hier quasi einmal im Kreis drumrum. Ja, dass ich mal einfach nur mal sehe, wie das aussieht mit einer Buslinie. Das heißt, dass wir hier quasi eine Zuweisung haben, nur für Bus. Das Problem ist, das gibt es im Einbahnstraßenmilieu nicht. Milieu? Naja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt es halt nur im zweispurigen Gebiet und deswegen ist es eher sinnlos, das an einem Kreisverkehr zu machen. Weil ich glaube, dann ist es irgendwann kein Kreisverkehr mehr. Das ist natürlich nicht so das, was wir wollten. Aber gut, so ist das halt. Was wir aber machen können, ist, glaube ich, und ich glaube tatsächlich, dass das Sinn macht, alles, was hier an Linien außerhalb von einem Kreisverkehr ist, tatsächlich umzuformen zu einem... Ja, zu diesen Buslinien, weil auch wenn das wunderschön aussieht mit diesen Bäumchen und Alleen, vielleicht ist es sinnvoller dafür zu sorgen, dass die Busse immer durchkommen durch diesen Stadtverkehr, anstatt dafür zu sorgen, dass hier halt irgendwie es ein bisschen optisch schöner aussieht. Ich mach das jetzt einfach mal, ja? Scheiß drauf, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt quasi einmal durch. Das alles hier wird jetzt, warum sind die auf einmal traurig? Ja klar, weil da 5 Bäumchen mal auf einmal fehlen, ist mir durchaus bewusst, aber... müssen wir jetzt leider mal eben alle gemeinsam durch. Ich tue mir mal den Gefallen, mache das jetzt hier quasi mal testweise in diesem
in diesem Abschnitt unserer Stadt, in der Hoffnung, dass das da vielleicht irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt es ja was. Wie sieht das aus? Fahren dann die Busse nur über Bus und Dingslines? Hoffe ich doch mal. Inständig. Ich hoffe, hier ist jetzt auch nicht überall wieder eine neue Ampel entstanden. Doch klar, sind hier überall neue Ampeln entstanden. Dass man die nicht prinzipiell ausschalten kann, finde ich noch ein bisschen schade. Das wäre natürlich noch besser. Aber ich glaube, dann würde ich ein bisschen zu viel verlangen. Das kann weg. Wie wenig Zufahrten übrigens dieses Ding hier hat. Das hat hier eine Zufahrt auf dieser ganzen langen Strecke. Irgendwie ist der Städtebauplaner hier der Zuständige. Ein ziemlicher Idiot. Aber naja, gut, so ist das halt. So Jungs, könntet ihr vielleicht euch mal einig werden, dass ihr nicht vielleicht auch mal fahren wollt und nicht nur stehen? Das wäre richtig nice. Guck mal, jetzt hier steht alles, ja? Hier fährt einfach keiner. Das ist das perfekte Vorfahrtsgedönse. Los Jungs, an die Arbeit. Ihr müsst alle mal im Kreis fahren und dafür sorgen, dass diese Stadt aufhört, sich selber zu schrotten. Wo ist dieser Krankenwagen, der die ganze Zeit dieses Geräusch macht? Ach, der steht da. Die Polizei kommt auch durch den Verkehrschaos nicht durch. Also jetzt ist natürlich, das muss man sagen, mit den Bussen hier jetzt vielleicht eventuell ein bisschen problematisch geworden, weil diese pure Menge an Bussen natürlich, ich sag mal, alles stilllegt, was hier irgendwie fahren kann. Aber naja, so ist das halt. Ich hoffe mal, das wird irgendwie gut gehen. Und ich hoffe mal, dass auch immer ein Müllwagen schnellstmöglich hier oben vorbeifahren kann. Ja. Hat es geschafft, also unser Airport hier hat natürlich auch als Großkunde, sag ich jetzt mal, eine relativ große Menge an Müll, die er produziert. Und zum anderen möchte ich mal ganz kurz nochmal Straßen tun und dann eine Etage tiefer. Busse stehen gar nicht mehr so viele hier drin. Also da die Autos, die vom Flughafen gerade kommen, die stehen jetzt natürlich noch ein bisschen, aber so ist das halt. Ich denke mal, das sollte kein Problem darstellen. Zum anderen, was aber ein Problem darstellen könnte, ist diese pure Menge an Wasser, die wir mittlerweile hier in diesem See drin haben. Ich glaube, wir produzieren momentan mehr Wasser, als wir abpumpen. Und das kann natürlich schnell mal zum Problem führen. Der Kanal hier ist ausgelastet, also mehr Wasser passt da sowieso nicht rein. Und dieser See hier, so langsam aber sicher verschlingt er die Brücke. Also wenn ich da jetzt nicht aufpasse, könnte es passieren, dass uns hier alles absäuft. Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall ist, aber wir müssen da jetzt mal ein Auge drauf haben. Hier oben sind 5 Millionen zerstörte Gebäude, die allerdings zum Teil wieder abgerissen und selbst neu gebaut werden. Deswegen möchte ich da jetzt eigentlich nicht anfangen, wieder alles irgendwie klein zu hacken und abzureißen und was wir da alles tun können. Ich hoffe mal, das klappt irgendwie so. So, also, wir haben übrigens eine Nachfrage nach Handelsgebieten, das ist schön, da oben ist ein verlassenes Gebäude, das reiße ich mal eben noch ab. Ja, wir haben einen See, wir haben alles, was das Herz begehrt, wir haben hier diesen Stau, so langsam aber sicher geht der runter. Es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis er komplett weg ist, aber immerhin, ne, es geht voran. Liegt natürlich an dem Kreisverkehr hier oben, der dauert jetzt natürlich ein bisschen lange, bis da jetzt mal alles weg ist, ne. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch hier die Autobahn ist natürlich jetzt langsam aber sicher überfordert mit der puren Menge an Fahrzeugen. Ich glaube übrigens auch, dass es vielleicht praktischer gewesen wäre. Ah, wobei, nee, ist es eigentlich nicht. Lassen wir es mal so laufen. Ist alles noch in Ordnung. Wasserstandstechnisch ist hier aber gleich nichts mehr in Ordnung, denn so langsam aber sicher steigt dieser Bach oder dieser Kanal, ja, ein bisschen an seine Grenzen von der Höhe her. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal diesen Wasserspawner ausmachen, weil ansonsten haben wir hier gleich das Problem, dass, ihr seht schon hier, es tritt ein bisschen über die Ufer am Anfang. Besser lassen wir durch diesen Kanal wenig Wasser fließen und dafür ist unsere Wasserversorgung sicher, anstatt dass wir jetzt hier ein Problem haben und das hier irgendwie, ne, naja, mehr oder weniger auseinanderfällt. Das wollen wir ja nicht. So, guck mal, da ist schon wieder ein Flugzeug gelandet. Wie viele Passagiere sind an Bord? Einer. Wow. Okay, das hat sich vielleicht noch nicht so ganz gelohnt, das Flug. Ich glaube, da ist das Kerosin teurer gewesen als die Einnahmen, die das Unternehmen damit gemacht hat, aber das kommt schon mal vor. Übrigens auch schön, wie die hier im Sturzflug runtergehen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh mein Gott, Alter, wie steil fliegen diese Flugzeuge bitte. Und dann geht's hier auf die Querlandebahn, ne? Ja, ja, genau. Ach du Schande, ja. So, wie viele Leute sind denn da drin? 2 von 200 und da, das ist ein Großraum. Nicht die Residenz, das Flugzeug. 13, ja, immerhin 13, ne? Also, wenn die jetzt alle ankommen, die Flugzeuge gehen danach an die Haltepunkte und dann, zack, zack, da unten spawnen quasi direkt Fahrzeuge. Genau, da spawnen jetzt ein paar Fahrzeuge. 13 Leute sind da quasi gerade gespawnt. Ist jetzt nicht so die Menge, das kann man, glaube ich, sagen, aber so ist es halt. Wir sehen schon hier vorne übrigens, das Wasser ist immer noch zu viel, obwohl wir schon einen der Wasserspawner ausgemacht haben. Die Wasserverfügbarkeit ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu hoch. Wir haben aber nur diese Pumpstation hier, ne? Ja, also ich denke mal, wenn wir jetzt hier den zweiten Wasserspawner ausmachen, geht das instant auch runter, logischerweise, weil wir brauchen ja Wasser. Ich habe jetzt ja nur keine Lust, dass diese Stadt hier irgendwie absäuft, versehentlich mal.
Und deswegen müssen wir hier mal so ein bisschen aufpassen, dass hier nicht irgendwie was überläuft oder Probleme macht oder was weiß ich nicht was. Aber es regnet halt gerade auch, das heißt, ich schieb das jetzt eh alles einfach mal auf den Regen, dass hier was absaufen könnte. Deswegen lalala, alles noch entspannt. So, by the way, wir haben hier oben ein paar Gebäude. Wir haben immer noch viel zu wenig Kapazität für irgendwas. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an, hier unten nochmal noch mehr. By the way, du kannst mal so langsam aufhören, da zu sein. Aber wir müssen natürlich den Handel irgendwie loben und da muss natürlich auch noch alles zu mit Wohngebieten. Mit dieser wunderschönen Eisenbahnlinie quasi mitten im Wohngebiet. Ich weiß, dass das zum Problem werden kann, aber das wollte ich ja so haben, quasi als Hochbahn einfach mal. Fand ich persönlich ganz schick und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal da stehen lassen. So, und dann machen wir jetzt mal eben das und das mal weg. So, also, ich muss schon sagen, ich glaube, das sollte hier kein allzu großes Problem darstellen und sollte funktionieren. Hier übrigens auch lustig, wie so langsam aber sicher die ganzen alten, kaputten Gebäude wieder ersetzt werden durch die neuen, die mittlerweile doch alle problemlos zu funktionieren scheinen. Und wir sehen hier schon, das Wasser fließt so langsam aber sicher nicht mehr in den Kanal rein. Das heißt, einer der Wasserspawner kann durchaus immer anbleiben, dann sollte es eigentlich zu keinem Problem kommen. Hier übrigens lustig, dass wir hier übrigens eine Ampel haben. Das heißt, wir müssten vielleicht mal auf den Untergrund gehen, Underground, und dann hier diese Traffic Lights auf False setzen. Dann können die nämlich beide mal nebeneinander herfahren. Und dann sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben, weil die beiden sich dann jetzt hier ein bisschen besser koordinieren können. Immer schön weiterfahren, abfließen kann der Verkehr quasi von alleine. Du auch Auto, du auch Bus, genau. Und dann läuft hier quasi, eigentlich fahren ja hier nur noch Busse. Der Vorteil, den wir jetzt seit dieser neuen Flughafenänderung haben, ist, dass die Fahrzeuge, die vom Flughafen kommen, nicht mehr mit den Bussen auf einer Straße kloppen, sondern erst hier unten im Tunnel quasi vereint werden. Was den Vorteil hat, dass das Ganze dann hier so ein bisschen entspannter wird. So, Fluss ist wieder trockengelegt, ich weiß, aber das liegt einfach daran, dass wir mit dem Wasserspawner noch nicht so wirklich den Wasserstand regulieren können, den ich ganz gerne regulieren würde. Der Punkt ist der, wir können den halt nur regulieren, wenn wir hier hinterher mal so ein Flussbett reinsetzen, ne? Also irgendwas, was mal optisch ein bisschen schöner ist. Aber das kann noch ein bisschen dauern, bis wir das haben. Lustig übrigens auch, wie wir hier oben mittlerweile diese riesen Kante haben, durch diesen geraden Flughafen oder diese absolut gerade Bauweise, könnten wir natürlich jetzt, sieht das hier oben natürlich interessant aus, sag ich jetzt mal, aber so ist es halt. Ne? Ich glaube, da können wir nicht viel dran machen. Das ist halt einfach so. Da vorne ist übrigens ein abgebranntes Gebäude. Das heißt, unsere Feuerwehr hat, glaube ich, ein Problem. Die kommt nämlich gar nicht mehr in alle Stadtteile. Vor allen Dingen nicht hier unten. Also, Jungs, wir müssen erstmal wieder dafür sorgen, dass unsere Feuerwehr so langsam aber sicher den Arsch hochkriegt. Nebenbei bemerkt, brauchen wir eine Polizeiwache hier unten in diesem Stadtteil. Und zum anderen brauchen wir ganz dringend noch ein Krankenhaus in diesem Stadtteil. Denn da ist quasi gar keine Versorgung vorhanden. Und, was auch ganz wichtig ist, wir brauchen Krematorien, weil diese Stadt ja quasi unendlich viele, sagen wir mal, menschliche Überreste produziert. Allerdings nicht nur Scheiße, sondern auch Leichen als zweite menschliche Überreste. Haben wir das Problem, dass es hier ganz schnell mal zum Problem kommen kann, dass wir da zu viele Tote haben und die nicht abtransportiert werden. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Wir können allerdings mal dafür sorgen, dass wir mal irgendwo ein Gefängnis hinbauen, damit hier quasi auch mal unsere Gefängniskapazität erhöht werden, denn wir haben zwar eine sehr niedrige Gefängnisrate, aber wir haben Kriminalitätsrate, nicht Gefängnisrate, aber wir haben immerhin 336 inhaftierte Leute und nur noch 600 an Kapazität. Ist natürlich noch ein bisschen was, aber trotzdem. Gut, nächster Schritt ist übrigens, by the way, die Anmerkung, dass wir dringend mehr Grundschulen und sonst was brauchen. Ich fange da jetzt mal mit an, hier oben quasi alles mit noch Uni-Kapazität ist übrigens immer noch was da, aber ich mache hier trotzdem mal mir die Mühe und klatsche hier mal noch eine Uni irgendwo hin. Die Frage ist natürlich, wo? Da, wo Platz ist natürlich. Irgendwo müsste doch bestimmt noch Platz für eine Uni sein. So, Uni steht, wir brauchen definitiv viel mehr Grundschulkapazität, denn das ist definitiv das, was hier momentan am meisten fehlt. Da mache ich jetzt auch nochmal eine Grundschule hin. All die Gebäude, die jetzt hier vorne stehen, sollen ja auch alle irgendwie ein bisschen weiter entwickeln und sich weiter expandieren, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir die Kapazitäten dafür erhöhen. Auch hier oben könnte eigentlich mal noch so eine Grundschule hin. Ich weiß, die Leute sollen eigentlich ein bisschen ungebildet bleiben für den industriellen Zweig hier oben. Aber es ist wichtiger, dass wir irgendwie mal hinkriegen, dass wir, ne, das Ganze ans Laufen kriegen. Berechtigt sind übrigens 7000 Leute und Kapazität haben wir nur 6600. Also ich hoffe mal, dass wir das hier irgendwie so ein bisschen schneller ans Laufen kriegen.
Die Grundschulverfügbarkeit geht jetzt so langsam aber sicher hoch, aber es sind lange nicht genügend Grundschulen hier in diesem Gebiet. Das heißt, da kommt jetzt noch eine Grundschule hin, da unten kommt noch eine Grundschule hin und dann sind wir so langsam aber sicher in der richtigen Richtung unterwegs. Da kommt übrigens noch eine Oberschule hin. Hatte ich schon erwähnt, dass ich da auch noch eine Oberschule hinmachen wollte. Und am besten da nochmal eine Grundschule. So, jetzt haben wir so langsam aber sicher erreicht, dass die Kapazität für Bildung hoch genug ist. Die Grundschulverfügbarkeit ist langsam aber sicher immer noch nicht so hoch, dass wir die benutzen könnten. Also wir müssen hier definitiv viel, viel, viel mehr Grundschulen bauen. Wir haben das alles so ein bisschen verschlafen, glaube ich. Auch wenn die Leute hier oben alle gebildet sind, die Grundschulverfügbarkeit, vor allen Dingen in dem ländlichen Gebiet hier hinten, ist nicht so ganz die, die es eigentlich sein sollte. Und deswegen müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen nachhelfen. Die Oberschulverfügbarkeit, die ist viel wichtiger. Die muss natürlich zur Verfügung stehen. Da müssen wir auch hier unten nochmal so einen Tritt hinmachen. Dass hier unten natürlich noch ein paar ungebildete Leute wohnen, ich glaube, das ist kein Geheimnis und das soll auch so bleiben. Weil ich da jetzt nicht überall eine Schule hinbauen möchte. Deswegen, aber ich glaube, es wird schon irgendwie gut gehen. Unser Wasserstand in diesem ganzen Gedönse hier übrigens sinkt gerade schon wieder. Weil wir einfach unfassbar viel Wasser momentan rausziehen. Weil ihr hört ja das Plinken der Gebäude. Das heißt, die entwickeln sich weiter und immer mehr Leute ziehen in die Stadt. Und dadurch entwirkt hier so langsam aber sicher doch ein etwas größeres Stückchen, ja, ich sag mal, Gebiet geschaffen. Die Stromleitung kann übrigens weg. Das haben wir schon mal geschafft. Die Brücke hier oben steht, ansonsten steht hier oben nicht mehr allzu viel. Wir müssen hier oben irgendwann mal diesen See hinbauen. Aber ansonsten würde ich doch sagen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Auch hier, die Gebäude entstehen so langsam aber sicher, währenddessen über ihnen quasi die ganzen Züge fahren. Hier fahren verdammt viele Züge übrigens mittlerweile, aber so ist es halt. Wir können es nicht ändern, das ist halt nun mal so. Ja, ich persönlich finde es eigentlich relativ schick. Muss ich ehrlich sagen. Auch mit der Menge an Bussen, die hier mittlerweile fahren. Ich glaube, diese Stadt hier, so langsam aber sicher, nähert sie sich dem Stadium, wo sie eigentlich hingehört. Hier oben fehlen zwar noch ein paar Mitarbeiter in der Industrie, aber das sollte eigentlich auch kein allzu großes Problem darstellen. Und ich weiß noch genau, wo wir hier vor 5 Folgen quasi angefangen haben, hier die Straßen auszuweisen. Und jetzt ist das schon alles zugewachsen in Downtown. Also man muss ganz ehrlich sagen, es wird so langsam aber sicher doch immer größer in dieser Stadt. Wundervoll. Naja, gut, liebe Leute. An dieser Stelle würde ich allerdings ganz gerne die Folge für heute mal beenden. Auch wenn hier so langsam aber sicher wieder Wasser in den Kanal reinfließt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag noch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und einen schönen Tag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.